herzlich willkommen zu diesem Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wir waren im letzten Part, der schon wieder einige Monate her ist, waren wir hier im Untergrund gewesen. Und ich glaube, wir wollten mit Robelo reden, der hier gewartet hat, nicht wahr? Dieses seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Es fühlt sich so an, als ob man so... Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohltut. Oh hey, aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du es hierher geschafft hast. Ich will dir etwas zeigen. Ja moin, einfach so eine fette Statue. Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm erhebt. Sieht das nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joscha erwähnt hat? Jetzt hat das Fotomodul seinen großen Auftritt. Wie jetzt? Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Purapads. Benutzerfreundlich und narrensicher. Ich wette, es gibt sogar Menschen, die tatsächlich damit noch Steuerungsprobleme haben. Das wäre bei Tears of the Kingdom ja nicht das erste Mal. Kannst du mir dein Purapad mal kurz zeigen? Ach du meine Güte, was ein Schlamassel. Sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt. Warte mal kurz. Wie war das noch gleich? Diesen Knopf betätigen, während ich dort drücke, dann hier noch antippen. Ja, hoffen wir mal, dass es hingehauen hat. Und wir bekommen das Fotomodul. Mit dieser Purapad-Funktion kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Und holy shit, hier bekommen wir jetzt das Hyrule-Handbuch. Na also! Alter, diese Geräusche. Jetzt solltest du das Fotomodul und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Schieß ein Foto der rätselhaften Statue, so kannst du das Fotomodul auch gleich einem Funktionstest unterziehen. Funktionstest rein, klingt das nicht formidabel? Komm wieder zu mir, wenn du das Foto im Kasten isst und lass mich einen Blick darauf werfen. So, danke, dass wir jetzt auch endlich mal das Foto machen dürfen. Leute, also der Grund, warum das jetzt mit Tears of the Kingdom so ewig gedauert hat, dass ich jetzt hier weitergemacht habe, dass wir jetzt hier weitermachen, das wird jetzt auch nicht konstant so weitergehen, ich muss euch leider enttäuschen. Das liegt einfach daran, dass ich Tears of the Kingdom alleine erstmal für mich durchspielen musste. Also ich habe das Spiel komplett durchgespielt. Bam, ich sollte vielleicht nicht die Waffen verschwenden, die sind kostbar. Und das hat ein bisschen was gedauert, dann habe ich mir noch Zeit gelassen. Ja. Und deswegen dauert das immer mal wieder und es ist unvorhersehbar, wann was kommt und wann was nicht kommt. Das Einzige, woran ich mich halte, ist, dass ich sage, jedes Let's Play, was irgendwie läuft, das wird auch zu Ende geführt. Nur bei Yuka und Lady, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber auch mal Majora's Mask läuft ja noch, ja. Hey du, wie ist es gelaufen? Hast du die rätselhafte Statue mit deinem Fotomodul abgelichtet? Nee, hab ich nicht. Na los, zeig schon her! Oh, sag schon! Ist dir ein gutes Foto gelungen? Wunderschön! Ja, du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joscha wird Freudensprünge machen. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joscha gerade unter die Lupe nimmt. Eines steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später am Spähposten und lass Joscha nicht allzu lange warten, in Ordnung? Dankeschön. Ich würde nämlich mal gerne jetzt mal ein bisschen hier erkunden. Denn der Untergrund, der ist ja so dermaßen unübersichtlich riesig. Wir werden uns hier eine Weile aufhalten. Oh, hier ist ein Leuchtsamen. Nein, Moment. Das ist Licht, das ist unser Licht. Also irgendein random Licht.
Oh, da vorne sehe ich auch direkt schon eine neue Wurzel. Ich würde sagen, da rennen wir auch direkt mal hin. Damit wir die Karte im Untergrund erweitern können. Weil, Leute, ihr könnt euch schon darauf einstellen, das wird so geistesgestört. Ich glaube, die meisten haben mittlerweile zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hier hochgeladen wird, wissen die meisten schon, wie gut Tears of the Kingdom ist. Und obwohl unsere Erwartungen hoch waren, wurde es trotzdem stets unterschätzt. Und holy shit, weg damit. So, jetzt wird es hier ein bisschen dunkel. Man sieht nur noch links Schatten, das ist recht ungemütlich. Ja. Aber wir haben doch bestimmt... Ja, muss ich gerade sagen. Das ist fürs Erste auch gut. Und oh, Qualmellinge, gefallen mir die Teile. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr von denen, oder? Donnerblumen sind auch nie verkehrt. Schon hier alles abgrasen, genau gucken, bloß nicht ins Miasma rein. Sonst zapft Ganondorf uns die Lebensenergie aus der Seele heraus. Und das wollen wir doch nicht. Leute, ich liebe den Untergrund. Der ist so eintönig, aber trotzdem irgendwie gefällt er mir voll. Fragt mich nicht, warum. Aber jetzt tatsächlich muss ich auch nochmal hinzufügen, Leute. Als ich gesagt habe, dass ich dieses Let's Play hier mache, ich bin recht leichtsinnig an die Sache rangegangen. Dieses Spiel ist so unheimlich groß. Ich weiß auch nicht letztendlich, wie ich es durchgespielt habe. Das muss ich offen dazu gestehen. Ich kann das euch nicht sagen, weil irgendwie... Ich bin durch mit dem Spiel und ich weiß nicht, wo ich überall gewesen bin. Ich habe das Gefühl, ich habe ultra gerusht. Ich habe auch, aber eigentlich auch einige Missionen gemacht. Und wir bekommen ein Irrlicht. Einem Untergrund häufig zu finden, leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet sie einen Nutzen für sie. Finden wir einen Nutzen für sie da. Ja, von den Irrlichtern brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Und da weil mein Gesicht mal wieder zu fett im Weg steht, so wie in Breath of the Wild auch, ich muss mir ganz eindeutig mal was einfallen lassen, was ich mit der Kamera hier anstelle. Oh, das sind Gegner am Start. Wo war denn jetzt hier die... Hey, lass mich in Ruhe. Hä, wo? Ah, da vorne ist die Lichtwurzel. Ah, das soll noch so nah nehmen. Das würde ich aber mir mal ganz gern mitnehmen. So nah nehmen können wir nie genug haben. Wie dem auch sei mit der Kamera, da müssen wir mal gucken, was wir machen. Weil ich glaube, die Rubine... Und die Irrlichter anzuzeigen ist etwas wichtiger als die Karte. Weil es ja doch viel mehr darum geht, ja. Wobei, wenn ich meine Kamera davor stelle, dann kann ich das ja selber nicht mehr sehen. Ach, das ist aber auch ein Krux. Eine Irrknospe, sehr, sehr gut. So, jetzt brauchen wir aber doch nochmal Licht. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir hier durch Gegner oder Miasma durchrennen. Und auch wenn das mir erstmal sehr gut übersichtlich ist, so finde ich trotzdem, man kann sich so leicht hier verlaufen. Uno ist Eiermwurzel. Jetzt aber nicht mehr, denn jetzt haben wir hier die Karte. Es ist eigentlich so traurig, dass wir diese Sequenz als Spieler immer wieder überspringen. Ich meine, das wurde so aufwendig designt von Nintendo. Und wir überskippen das einfach. Weil das sieht ja echt schon schick aus. Und es wächst ein bisschen Gras. Und wir haben einen Teleporter, einen weiteren. Okay, wir sind also Richtung Süden gegangen, ja? Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung.
Moment, da ist ja noch so eine Statue. Und da ist auch noch so eine Wurzel. Boah, aber Leute. Da sind sogar noch zwei Wurzeln. Man könnte da jetzt theoretisch einfach so hinrennen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das machen sollte. Oh, Alter. Das da vorne, Leute, ist ein Miasma Ivarok. Ekelhafte Kreatur für vier Herzen und unser Equipment. Die sollten wir vermeiden. Einfach mal fotografieren. Und mal mitnehmen. Wie viele von den Statuen sind denn hier? Aber ich bin ein recht großer Freund davon, den Untergrund zu erhellen, wisst ihr? Weil wenn wir hier mal eine Übersicht drin haben und... Oh, hier sind Irrknospen, die müssen wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Komm, gibt's hier nicht noch eine mehr? Schade. Weil wenn wir hier uns einmal zurechtgefunden haben, werden wir nicht im Untergrund nie wieder Probleme haben. Weil der Untergrund, der ist eigentlich gar nicht so gruselig, wie das mancherlei Personen behaupten mögen. Ich finde, er ist einfach nur eine starke Erweiterung zu BOTW. Und ich kann... am Ende dieses Let's Plays, dass ich noch ein paar Parts hinziehen durfte. Werde ich euch mein Fazit erst dann wirklich sagen, aber das Spiel wird krass. Hier ist noch mehr so nah angenommen, aber ich glaube, wir brauchen trotzdem noch mal ein bisschen Licht hier. Auch wenn wir damit jetzt die Düsterwürmchen vertreiben. Ah, drei Sonanium. Und da unten sind weitere Irrlichter. Moment, diesen Stein. Können wir den irgendwie verwenden? Wartet mal. Wir haben doch... Ah, wir haben die Waffen alle voll, ja. Ja, wir haben die Waffen voll. Aber der lässt sich bestimmt bewegen, ne? Tja. Wir bräuchten hier ein paar coole Konstruktionen, aber so weit sind wir noch nicht. Ja. Komm, ich will diese... Diese Irrlichter verführen auch dazu... Wo ist denn jetzt... Hä? Oh nein. Ich bin genau da, wo ich nicht hin wollte. Ja, moin. Ja, verpiss dich. Scheiße, ich bin zu leichtsinnig. Boah, scheiße. Alter, war das knapp. Fuck. Was? Alter. Haben wir noch nichts gekocht? Nichts Anständiges, Leute. Das ist scheiße. Bin viel zu schwach für schwarze Bockblinzen. Ja, verpisst euch doch. Ich will doch nur zu dieser Laterne. Komm. Ich muss doch hier irgendwie wegkommen. Scheiß auf das Miasma, da müssen wir aber durchkommen. Oh, fuck, Mann. Das müssen wir irgendwie anders lösen, Leute. Scheiße. Ich hab jetzt aber auch... keinen Bock hier, mich auf irre Kämpfe einzulassen, aber dieser Schwachmat hier geht mir so auf den Senkel. So, jetzt habe ich aber auch die Schnauze voll. So, verpiss dich, Mann. Jetzt schnell weg. Schnell weg. Da ist die nächste Laterne. Nein, aber auch nicht in Ruhe, ne? Da kommt man richtig ins Schwitzen, abseits dieser extremen Hitze hier im Sommer. Boah, ich geh kaputt. Noch eine Irrknospe. Und nochmal Licht wäre auch nicht schlecht.
Nutzen wir doch diesen Vorsprung hier, um hochzukommen. Den wir offensichtlich auch benötigen, wenn wir da hinkommen wollen. Was haben wir hier? Okay, brauchen wir nicht. Auch gut. Erstmal hier ein bisschen erkunden, Leute. Erstmal ein bisschen erkunden. Und wir sind auf einer Höhe von minus fast 500 Meter. Das ist auch krass. Es ist halt auch super wichtig, Leute, wenn ihr, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Wie gesagt, ich hänge jetzt extrem hinterher mit dem Let's Play. Aber, diese Wurzeln symbolisieren auch die Standpunkte der Schreine, falls ich das nicht schon mal erwähnt haben sollte. Ja? Und das heißt, wenn wir wissen, wo eine Wurzel ist, wissen wir auch sofort, wo ein Schrein ist. Das muss man erstmal wissen. Ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber man muss es halt wissen. So. Wo schauen wir uns denn jetzt um? Da vorne sind jede Menge Irrlichter. Ich glaube, da rennen wir auch mal hin. Boah, ich muss dringend mal kochen. Aber wartet mal, wir haben doch auch noch hier Sonanium. Ja, ich weiß, wie das geht. So, und dann, das ist nämlich sehr, sehr praktisch, dafür sind die Teile ja da. 1, 2, 3, 4, 5, so. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bringt. Obst mit Pilzen macht unser Leben schon mal wieder fast ganz voll. Und dann verschwindet dieser Kochtopf auch schon. Und hier können wir uns auch eine geile Konstruktion zusammenbauen. Mit ein paar Sonanium, mit ein paar Sonau-Bauteilen. Wieder irgend so ein Miasma-Gegner. Das ist aber kein... Boah, das ist ein Miasma-Hinox. Hier ist aber auch was los, Leute. Fängt ja direkt schon wieder gut an. Wenn wir nicht zu lange im Miasma drin bleiben, werden wir auch nicht abgezockt. So, von hier aus wacht der Hinox eh nicht auf. Oh, da ist noch ein Irrlicht, genau. Können wir da auch noch aktivieren, würde ich mal sagen. Wir sind, denke ich, ganz gut dabei. Das ist auch so fies, ne? Selbst wenn man springt, das Miasma lässt nicht los. Auch einer der geilsten neuen Sachen aus TOTK, die wir in BOTW nicht hatten. Oh, bis dahin ist es doch noch ein bisschen weiter weg. Und Gegnern. Hoffentlich gibt das keine üblen... Oh, da sind Sonau... Und noch eine Irrknospe mitgenommen. Gut. Moment, hier sind ja noch mehr. Na toll. Oh, leck mich doch am Sack. Komm, da will ich jetzt aber noch hin. Solange wir rennen, können die uns nichts anhaben. Es sei denn, die rennen auf Pferden, dann sind die, machen die uns platt. Ich muss mal ein bisschen hier auf den Instinkt hoffen, dass wir hier irgendwo reinrennen. Und die Idioten sind aber weg. Ich mag diese Dunkelheit hier trotzdem nicht. Das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Aber egal, wir machen direkt die nächste Laterne an. Squashidat-Wurzel. Okay, verstehe. Die Karte muss ich mir jetzt aber nochmal genauer anschauen. Alter, es ist so wenig, was wir hier haben. Und ich denke, und alles, was hier rosa ist, ist halt Miasma, ne? Das ist alles so riesig. So. Wir können ja noch ein bisschen hier rumlaufen, aber ich glaube, fürs Erste gibt es hier nicht mehr viel zu holen. Hack!
Ich hätte ganz gern noch ein Steuerelement. Ich weiß allerdings nicht, ob wir da schon drankommen, ob es hier sowas gibt. Nö. Und jetzt sehe ich hier tatsächlich in der Ferne auch nichts mehr. Da vorne ist einer, aber von da kamen wir, ne? Kamen wir von da? Ja, 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 klar. Wenn wir uns in diese Richtung umdrehen, ist da vielleicht noch was zu holen? Oh, was ist denn das? Das sieht aus wie eine Waffe. So, direkt mal eine von unseren Waffen wegschmeißen. Was nimmt man denn hier weg? Hier sowas. So. Reiselanze! Hiermit halten sich reißende Wölfe vom Leib. Hiermit halten sich reißende Wölfe vom Leib. Gut gewichen und leicht zu verwenden. Und das verwenden wir direkt in Kombination mit diesem guten Stück hier. Natürlich fällt das runter, ist ja klar. Richtig schön weit weg, damit es uns überhaupt nicht nervt. So, jetzt haben wir auch eine neue Waffe. Nochmal. Was ist hier? Nee, das ist die Steinaxt, die wir weggeworfen haben. Schon wieder irgendein... Nein, stopp. Stopp, stopp, stopp. Das hier sind einfach nur Miasma Ichirocs. Die ignoriere ich mal gekonnt. So wie die meisten Gegner im Untergrund. Magierstattung der Ebene, was? Was ist das hier? Ja, das ist echt eine Statue. Du, der du mich ansprichst. Bring sie mir. Bring mir jene Seelen, die in die Welt jenseits der deinen zurückkehren sollen. Irrlichter sind es, von denen ich spreche. Verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt den Weg nach Hause suchen. Ich bin es, der die Irrlichter dorthin zurückschickt, wo ihr wahrer Platz ist. Gerecht, ohne Unterschied. Gut, böse, alles leere Worte, Illusionen, die in Unerleuchteten spuken. Vor mir aber sind alle Seelen gleich. Ah, und hier können wir uns Zeug kaufen. Ja, aber wir haben nicht genug Irrlichter. Wie viele haben wir denn? Wo kann man das denn sehen? Suche meine Brüder auf. Gelingt dir dies, so werde ich dich mit weiteren Gaben belohnen. Moment. Stopp, 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 stopp. 83 Irrlichter. Okay, das ist schon echt heftig, was wir hier gesammelt haben. Also eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht wirklich viel. So, 5-600 ist schon mal, ist dann nochmal eine andere Hausnummer, aber selbst das ist nicht super viel. Aber der hatte da die dunkle Ausrüstung von dem finsteren Schattenlink am Start. Und die hätte ich natürlich ganz gerne. Und wenn wir hier genug Irrlichter sammeln, ich werde mir das mal... Ach, ich brauche mir das gar nicht markieren, ne? Ne, die Magierstatue ist da schon eingezeichnet. Vielleicht kriegen wir die in diesem Part sogar schon hin. Und da fällt mir jetzt auch gerade auf. Da. So. Ist tatsächlich auch noch was zum Holen. Noch eine weitere Wurzel. Und so führt ein Theotika immer tiefer in die Abgründe der Finsternis hinein. So krass, Leute. Ah, da vorne ist noch viel, das müssen wir uns mitnehmen. Es wäre dumm, das nicht mitzunehmen, aber... Ah! Aber ich will diese Schattenrüstung da haben. Bin mir zwar nicht sicher, ob wir dann genug haben. Ah, 24 Stück noch. Also ihr seht, man kommt schon leicht dran.
aber wo sind denn jetzt noch? 24 Stück brauchen wir noch. Und ich will mich jetzt auch nicht zu weit von der Statue da entfernen. Wo haben wir denn... Boah, Alter, haben wir das von weit weg gemacht. Natürlich kommen da wieder Gegner. Warum auch nicht? Namen brauchen wir immer. Lasst sowas nie liegen, Leute. Es kommt euch eines Tages teuer zu stehen. Oh, shit. Fuck. Jetzt war noch eine Mauer. Wir haben erstmal Schaden genommen. Das heißt, wir haben nur noch 3 Herzen. Das ist so assig. Komm, hier werden da noch irgendwo Irrlichter sein. Zum Beispiel da vorne. Sind die auch irgendwann mal weg, oder? Noch eine Donnerblume mitnehmen. Hier auch noch eine. Von dem können wir auch nie genug haben. Alter, wie lange verfolgen die einen, bitteschön? Noch eine Irrknospe. So, jetzt sind wir wieder an der Statue, aber wir haben noch nicht genug, ne? Nee, 12 Stück. Also ein guter Run noch, eine Quelle, wo noch Irrlichter sind. Dann können wir uns diese schicke Rüstung mitnehmen. Die sind auch so schön auffällig, aber man muss halt einfach die Augen offen halten. Ah, noch mehr Miasma-Schaden können wir uns echt nicht erlauben. Doch irgendwo noch Irrlichter sein. Wie gesagt, ich will mich nicht zu weit von der Statue entfernen. Lol. Wie wir hier noch so ein Lager gefunden haben. Cool. Hier sind aber auch nur wieder die gleichen Bauteile drin, wie sonst auch. Außer diese Steinplatten. Hier ist noch so ein Anion, ne? Immer schön mitnehmen, aber keine Irrlichter. Wie viele Irrknospen hier sind. Die sind so overpowered, die Teile. Tja. Was nun? Ein ganzer Part. Nur wie wir hier danach extra suchen. Das ist ehrlicherweise tatsächlich gar nicht mal so klug, extra nach denen zu suchen, weil man doch recht zufällig über sie stößt. Und man sammelt immer mal so nebenbei immer mal wieder welche ein und irgendwann merkst du, oh, du hast ja schon ein paar tausend. Normalerweise läuft das halt so. Ich fürchte, aber wir finden hier sonst nichts mehr. Wir können da vor allem noch da vorne noch einen Qualmerling mitnehmen. Dann müssen wir halt leider warten. Weil hier gibt es jetzt sonst nichts mehr, also nicht auf die Schnelle.
Und um dahin zu kommen, müssten wir... Ja, komm, das könnten wir vielleicht noch zu Fuß abgehen. Das dürften wir hinkriegen und vielleicht schaffen wir es ja auf dem Weg von der einen Blüte bis zur nächsten Wurzel, da noch das ein oder andere Irrlichterchen mitzunehmen. Und, ah ja, hier gibt es ein bisschen Heilung. So, wir müssen in diese Richtung. Und da vorne sehe ich es schon. In der Tat sind da Irrlichter. Mal ein bisschen Beeilung hier. Bin übrigens kein Freund vom Sprintgetränk. Weil ich finde, dass das Spiel sonst extrem gehetzt ist. Wir wollen selbstverständlich mehr Parts hier hinkriegen als in Breath of the Wild. Das ist hoffentlich klar. Ja, da vorne sah ich doch noch ein paar Seelen. Boah, da vorne sind da noch richtig viele, aber bitte, wie weit oben ist das? Ich weiß, Konstruktbogen zerbricht gleich, aber wir brauchen hier ein bisschen Licht. Oh, großes Sonanium, sehr gut. Aber da vorne ist halt auch so ein Gegnerlager. Ungerne spazieren wir da einfach so hinein. Da wurde aber auch Zeit, dass der mal zerbricht. Jo, wir haben einfach in Richtung Seelen geschossen. Aber dann können wir das Lager hier gleich auch mal aufdecken, weil man sieht nur, dass da ziemlich viel Rot und ziemlich viele Totenköpfe sind. Mehr sieht man jetzt noch nicht. Aber auch das ändert sich jetzt in der Nusimak-Wurzel. Wo dann nochmal einiges an Dunkelheit vertrieben wird. Und halt, was ist das da? Ein Forschungslager. Was leuchtet denn? Oh! Das Licht scheint tatsächlich reinigende Kräfte zu besitzen. Genau wie die Gerüchte besagen, hilft es gegen die vom Miasma hervorgerufene Krankheit. Oh! Ganz genau. Der leuchtende Mittelteil des Baumes soll eine heilige Kraft besitzen, die die Miasma-Krankheit heilen kann. Aber das Licht war zu schwach. Ich konnte den Effekt nicht bestätigen bis jetzt. Ah. Denn ich habe genau gesehen, wie du den Baum hast aufleuchten lassen. Das warst doch du, Link, nicht wahr? So etwas würde doch gut zum Erzfeind der Jägerbande passen. Was kommt, das werdet ihr im nächsten Part sehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Lasst doch ein Like da und einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal und ciao!